Hallo ihr Lieben, hier ist die Martina von Deine Seele Wege ins Licht. Heute gibt es ein reines Channeling, keine Kartenlegung und die Botschaft ist kurz und bündig. Die Information sagt, schau bitte auf das, was du bereits schon erschaffen hast. Achte auf dein Wissen, auf das, was du schon gelernt hast und auf deine Intuition. Denn es könnte sein, dass eine Energie auf dich zukommt, die dir Sorgen bereitet, dass du das Gefühl hast, oh, das wird nichts, das ist schwierig, das kannst du aber nicht beeinflussen. Halte das heute mal einfach von dir fern. Es geht nicht darum, dass du in Deckung gehst im Sinne von, oh, ich will nichts damit zu tun haben, ich sehe nichts, sondern dass du es zwar registrierst, aber dass du dich auf deine Dinge berufst, auf dein Wissen, auf deine Eingaben, die du ganz persönlich für dich hast, auf das, was du schon an Erfahrungen gesammelt hast und auf deine Loyalität dir gegenüber, deine Bereitschaft, dir selbst gegenüber treu zu sein, loyal zu sein, ehrlich zu sein und in der Gewissheit, dass du das, was du wirklich erschaffen möchtest, auch erschaffen kannst. Es kann sein, dass irgendwelche Zeitfresser dabei sind, das heißt Dinge, die du nicht alleine im Griff hast. Es kann sein, dass dich jemand warten lässt, aber ich krieg auch rein, du wirst begleitet und ganz, ganz krass ist die Aussage, falls du einen Hund hattest, der dir sehr am Herzen lag und dieser Hund ist verstorben, der möchte bei dir sein. Geh noch einmal im Sinne von dieser nostalgischen Erinnerung Gassi. Auch wenn dieser Hund nicht mehr da ist, aber die Energie ist gerade neben dir, bei dir. Und ich kriege das sehr liebevoll rein, als würde dieser Hund den Kopf in deinen Schoß legen. Es kann aber auch sein, dass es ein Pferd war, also ein Hund oder ein Pferd. Du sollst dich ausruhen, du sollst das Denken den Pferden überlassen. Du sollst verspielt sein und einmal nochmal rausgehen, als würdest du dieses Tier nochmal Gassi führen oder als würdest du das Pferd nochmal auf der Koppel besuchen und ja, lebe das noch einmal, weil dieses Tier oder die Energie von diesem Tier gerade bei dir ist. Wenn das nicht der Fall ist, dass du sagst, ich hatte weder einen Hund, noch ein Pferd, ist dennoch eine Energie bei dir, die dir zeigt, bleib dir selbst treu, hab Vertrauen, alles wird gut werden. Manchmal muss man ein wenig Zeit verstreichen lassen, um dann die richtige Entscheidung zu treffen. Fühle in dich rein, geh eine Runde spazieren, geh in die Natur, geh an den See oder ans Meer, je nachdem, wo du wohnst. Hauptsache, du gehst eine Runde spazieren, bevor du diese Entscheidung triffst, entweder jemanden in dein Leben zu lassen, der bei dir vielleicht für Probleme oder Sorgen führen oder dazu führen könnte, dass du diese dann hast, oder dass du dann die Entscheidung triffst, nein, es ist mir zu anstrengend, ich entscheide mich anders. Und die Entscheidung triffst du dann aus dem Gewissen heraus, dass du es mit dir am besten vereinbaren kannst. So kriege ich das heute rein. Ich wünsche dir alles Liebe für deinen Tag, alles Liebe für die nächste Zeit und vielen Dank fürs Zuschalten. Gerne bis zum nächsten Video. Alles Liebe für dich.